Oh mein Gott, ich kann gar nicht. Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute nicht alleine, ich habe die wundervolle Nina bei mir. Yay, hallo. Yay. Beziehungsweise ich bin bei Nina zu Gast. Ja. Und wir filmen endlich heute was total Spannendes. Ich habe mich mega gefreut darauf, endlich was mit dir zusammen zu starten. Ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf das Video. Yay! Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal wieder eine Make-up-Challenge mit jemandem mache. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, wir machen heute die Make-up-Swap-Challenge, also Face-Swap, von wegen wir tauschen unser Make-up. Und ich glaube, das wird richtig Chaos. Aber ich bin sehr gespannt, weil du hast so so andere Sachen als ich, so verrücktere Sachen. Ich bin ja eher so natürlich immer unterwegs und freue mich total, deine Sachen auszuprobieren. Das wird, glaube ich, mega spannend. Also, wenn es euch interessiert, wie das Ganze am Ende endet, bleibt auf jeden Fall dran und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich finde das total spannend. Nina hat mir nämlich hier so eine kleine Kiste zusammengestellt mit ihren Sachen, die ich benutzen kann. Also es sind Sachen dabei, die ich täglich verwende. Okay. Die zum Beispiel, die benutze ich super gerne. Ja, die ist schön. Aber ich habe auch was Neues da reingetan. Also mega cool. Coole Sachen dabei, die ich sehr gerne mag. Ja, ich habe Nina meine absoluten Must-Haves, so meine mehr oder weniger Everyday-Produkte reingepackt, wo ich sage, damit kann man auf jeden Fall auch was Natürliches hinkriegen. Das Problem bei dem Ganzen werden halt so ein bisschen die Farben, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich benutze als allererstes den Coconut Primer von Marc Jacobs, da habe ich so ein bisschen Heimspiel, weil den liebe ich, den kenne ich und dem vertraue ich. Okay, ich fange auch mit dem Wunder Primer an, der ja so gut sein soll. Aber ich bin kein Profi, ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Wie machst du das? Du kannst dir entweder ins Gesicht tropfen oder auf den Handrücken und von dort aus verteilen. Gesicht tropfen ist natürlich mehr Instagram-like. Okay. Und dann mit Beauty Blender oder mit der Hand? Kannst du auch mit der Hand machen. Ja, aber ganz ehrlich, das hier ist serious business. Es geht um Make-up, Leute. Voll geil, das sind alles Produkte, die ich mal ausprobieren wollte. Samantha fragt, wie wir uns kennengelernt haben. Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß es aber noch. Also ich kannte dich von YouTube. Okay. Und hab dich dann auf der Glow gesehen und hab dich direkt angesprochen. Ach, echt? Auf welcher Glow? Hannover? Kann sein, Hannover. Wo die Bühne direkt war, am Backstage-Bereich. Hannover. Hannover, ne? Ich kann mir sowas nicht merken. Das so, sieht mein Gehirn immer direkt aus. Krass, nee, das hatte ich gar nicht. Ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Auf jeden Fall weiß ich nur noch, dass es direkt. Boah, Leute, es ist viel zu dunkel. Auch ein bisschen. Ja, ich bin heute orange. Krass. Ja, das passiert halt beim Make-up-Tauschen, ne? Okay, ich mach mal weiter mit La Mer Foundation. Also, ich weiß nur noch, dass es im ersten Moment direkt Klick gemacht hat und dass wir uns halt echt schnell gut verstanden haben. Ja, das stimmt. Und das fand ich halt echt schön, dass man halt irgendwie jemanden hatte, mit dem man sich unterhalten kann und ja. Die Glow in Hannover war für mich ja eh so ein bisschen auf und ab. Habt ihr im Video wahrscheinlich mit Hattie und mir schon gesehen, ja, dass ich mich da nicht ganz so wohl gefühlt habe. Umso happier war ich dann halt, dass ich Leute hatte, die ich halt langsam aber sicher kennengelernt habe, weil das YouTube-Business ist nicht ganz so rosig, wie es immer nach außen hin ausschaut. Das stimmt. Ja, und dann haben wir uns dann einfach immer mehr, also immer öfters mal auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Genau. Auf der Glow immer wieder. Genau. Das ist halt immer ganz schön, dass man da im Laufe der Zeit immer mehr bekannte Gesichter hat. Und wenn man da halt Leute hat, mit denen man sich gut versteht, dann schnackt man halt auch immer wieder und erkundigt sich. Und ich meine ja eh, über Social Media bekommt man ja auch viel auf unseren Kanälen mit. Ja, und dann tauscht man sich aus. Und so kommt es, dass man sich im Laufe der Zeit halt immer besser versteht. Genau. Und dann schreiben wir uns auch relativ häufig auf WhatsApp. Ja. Und halten uns auf den neuesten Stand, was
keine Ahnung, welche Taschen angeht. Ja, Taschen oder Sonnenbrillen oder so. Dann kommt zwischendurch so, Nina, was hältst du von der Tasche? Ich stehe schon im Laden. Genau. Oder guck mal, ich habe, hatte ich dir meine Sonnenbrille geschickt? Ja, die Sonnenbrille hattest du mir geschickt. Und deine Chanel hattest du mir auch geschickt, jetzt neulich. Das ist ein Traum. Du warst die Erste, der ich das geschickt habe. Mega cool. Ja, irgendwann möchte ich mir den Traum auch nochmal erfüllen. Jetzt im ersten Moment, das erste Mal war wirklich sehr dunkel, aber wenn du es jetzt so schön eingearbeitet hast, finde ich es gar nicht so schlecht. Mal gucken. Irgendwie kriegen wir das hin. Wenn du auch noch hier Concealer aufträgst und so, dann ist das sowieso. So, welchen soll ich jetzt nehmen? Kann mich nicht entscheiden. Den kenne ich schon. Aber die Farbe ist immer vielleicht ganz interessant. Kannst ja mischen. Ich habe auch schon 3 Foundations drauf. Ich habe die Marc Jacobs drauf, die NARS drauf und die Givenchy drauf. Um eine Farbe hinzukriegen, die passt, ja. Marc Jacobs war zu dunkel, NARS war schön, aber immer noch zu dunkel. Okay, gucken wir mal den Concealer von Tarte, die Konsistenz. Ach genau, das weiß ich noch. Der Applikator ist so fett, ne? Genau, der ist riesengroß. Ich finde, das unterschätzt man total, wenn man sich das so irgendwo anguckt. Ach, wie cool, die Becker Concealer. Ach nee, das ist ein Korrektor. Ja, das ist auch eine Empfehlung von Hattie gewesen, deswegen habe ich den gekauft. Habe ich in New York gekauft. Hattie hat den mal bei mir benutzt, aber ich habe den selber noch nie drauf gehabt. Also drauf gemacht. Sieht jetzt in der Kamera vielleicht krass crazy aus. Crazy. Nee, ne? Aber ist gut. Okay, in der Kamera sieht es wirklich sehr hell aus. Welche MAC-Lippenstifte sind eure Favoriten? Oh, da habe ich einen. Willst du anfangen? Sag du zuerst. Blankety. Mehrere. Vivat Lamp 2. Meiner ist Impassioned. Ah, okay, crazy. Das ist so ein Pink. Ja. Shanghai. Shanghai Spice. Spice, ja. Genau, den mag ich. Und. Kann ich mir auch gut bei dir vorstellen. So ein bisschen. Hat also was Warmes drin, genau. Natürliche Farbe, die so das Lippenrot so ein bisschen schöner macht. Ja, MAC-Lippenstifte sind schön. Ja, die halten auch gut. Ich habe mir letztens Viva Glam 3 geholt, der ist auch krass. Ja, ist so richtig krass. Der ist cool jetzt so für den Herbst und so. Ja. Ninas Concealer sind leider beide zu dunkel. Das wird nix. Deswegen benutze ich jetzt eine helle Foundation als Concealer. Dann habe ich die 4. Foundation im Gesicht. Die findest du ja so gut, ne? Oh, die sind toll. Oh, ich liebe die. Lily Lash ist in mein Leben. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, alle Produkte sind für euch in der Infobox verlinkt. Ihr habt selber Schuld, wenn ihr es nicht ausprobiert. Die sind der absolute Wahnsinn. Okay, Augenbrauen könnte lustig werden. Wieso? Weil du so dunkle Augenbrauen hast. Ach so, ja, ja. Ist das Augenbrauen? Nee, Eyeliner. Nimmst du nur dieses Gel? Nee, ich hab noch ein Puder. Ach so, Puder, ah. Ja, das ist crazy. Das ist richtig dunkel. Das ist halt meine Haarfarbe noch vorm Färben. Und Nina ist halt blond. Und ihr sagt bitte nicht, du bist blond. Das könnte das gehen. Medium. Das könnte gehen. Obwohl, ich kann das nicht so gut mit dem Stift, aber wird schon. Bin ja mal gespannt, was du aus mir zauberst. Ja, genau. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben auch ein Video auf Ninas Kanal gefilmt. Und dort habe ich sie geschminkt. Mhm. Aufregend. Also, auf jeden Fall gleich auch nochmal bei Nina vorbeischauen. Ich freue mich schon voll. Also, als feststand, dass wir zusammen ein Video drehen, habe ich gesagt, du musst mich schminken. Ja. Egal, ob du da Lust drauf hast oder nicht. Mal gucken. Ich habe jetzt letzte Woche Hattie geschminkt. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen mehr in Übung. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Auf welche Marke in der Drogerie würdet ihr am ehesten verzichten? P2? Aber ich war gerade noch bei DM und da habe ich mir so gedacht, Essence ist so, ist für mich zu jung, glaube ich. Das ist, also mir gefällt die Aufmachung nicht so, weil ich wahrscheinlich einfach nicht da zur Zielgruppe gehöre. Deswegen würde für mich Essence, obwohl die gute Sachen haben teilweise. Ich habe neulich ein komplettes Make-up nur mit Essence-Produkten geschminkt und das war tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Mhm. Also ich bin mit der Erwartung rangegangen, ganz ehrlich, das wird gar nichts. Und es ist im Endeffekt eigentlich ganz cool geworden. Ich glaube, bei Essence muss man sich halt wirklich nur die richtigen Produkte raussuchen. Mhm. So, da kannst du nicht einfach mal greifen und erwarten, es wird funktionieren. So, da musst du halt wirklich dir Gedanken machen. Ja, das stimmt. Gar nicht so einfach, ne? So voll Multitasking. Die Sachen hier, das ist so spannend, das macht voll Spaß.
Ah, das ist das denn? Auch Contour. Für die Augen. Ah, voll gut. Voll die gute Farbe. Die ist echt schön. Was würdest du für einen Konturpinsel nehmen? Heiliger Gral. Den zum Konturieren? Und dann kannst du richtig seitlich reingehen. Das ist für Blush, ne? Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ihr Probleme habt mit Kontur und das irgendwie schlammig oder so aussieht und undefiniert, der Pinsel ist der Wahnsinn. Der kostet nur knapp 10 Euro, aber der ist der Hammer. Was Nina macht jetzt Beauty Bay. Oh. Nina macht jetzt live First Impression für euch. Okay. Okay, jetzt bin ich nervös. Einfach. Der macht alles für dich. Der ist der Hammer. Wie findest du den Benefit Bronzer? Mega, der ist schön. Der ist ein bisschen wärmer als ja, der, ne? Ja, genau. Das hier ist halt ein richtiger Schatten. Ich finde, da muss man bei Contour halt immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Genau. Bisschen schlammig, so als ob direkt durchs Gesicht gewischt. Ja. Wenn wir bis zum Ende unseres Lebens nur noch eine Sache essen dürften, was wäre das? Was für eine geile Frage. Oh, ich weiß. Soll ich sagen? Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, echt? Bin ich gar kein Fan von. Ich hasse Kirschen. Ich kann mit Kirschen gar nichts anfangen. Ich glaube, ich würde entweder Pizza oder Pasta. Oder halt beides zusammen. Pasta. Pizza, Pasta. Irgendwie sowas. Hauptsache richtig lecker. Okay, wenn ich jetzt was Herzhaftes nehmen müsste, würde ich China-Nudeln nehmen. Oh nee, ich mag das chinesische Gemüse meistens nicht so gern. Da sind so komische große Pilze, kennst du die? Die sind immer so glibberig da dran. Ja, ich mag das voll gerne, so glibberiges Zeug. Sehr schön. Hast du mir hier irgendwas für die Wangen reingelegt? Blush oder so? Ja, oder Bronzer oder sowas. Oh, give me sun. Das wird eine Challenge, der ist so dunkel. Krass, mir war das gar nicht so bewusst, dass du doch so viel mehr Farbe hast als ich. Vielleicht benutze ich auch die falschen Produkte. Nö, bei dir sieht das ja immer gut aus. Ein Schimmerpigment von Make-up Forever. Für die Lippen? Mm-mm. Das ist nur deren Logo. Ah. Ich probiere Natural, mal zur Abwechslung, dass die Leute halt sehen, dass ich auch was anderes kann. Aber das ist zwischendurch gar nicht so einfach, wenn man halt neue Produkte hat. Weil im Zweifelsfall sage ich immer, viel hilft viel. Und wenn man sich unsicher ist, spachtel ich halt immer eher zu viel als zu wenig. Und was ist dein Plan? Du machst Natural? Nee, ich mache heute mal, versuche es zumindest ein bisschen krasser zu machen. Wie mache ich das mit dem Pigment? Mit dem Finger? Entweder mit dem Finger oder mit einem angefeuchteten Pinsel. Okay, mache ich Finger. Oh, das ist schön bei dir. Ich habe es nur fast überall. Ja, das ist extrem ergiebig. Da hilft halt eine kleine Prise im Prinzip fürs komplette Gesicht. Was ist euer Lieblingsparfum? Oh, das würde mich aber interessieren. Ich finde, Parfum kaufen ist immer schwierig. Mhm. Ich liebe Gucci Guilty. Das ist mega schön. Und von Chloé, das ganz normale Chloé. Mhm. Und ganz selten, das mag ich nicht immer, aber manchmal habe ich so einen Tag und dann fühle ich mich voll danach, Marc Jacobs Decadence, Opulence, nee, ich glaube Decadence heißt es, ist so eine grüne, ein grüner Flakon, sieht aus wie so eine Handtasche. Mhm. Mega schön. Und früher habe ich ganz, ganz oft Boss Orange Woman getragen. Mhm. Das ist auch schön, aber das ist halt sehr, also was heißt penetrant, das ist halt ein sehr spezieller Duft, finde ich. Wenn du es jeden Tag trägst, irgendwann kriegst du davon Kopfschmerzen. Also da muss man irgendwie auch mal abwechseln, finde ich. Also bei mir ist es sehr schwer mit Parfum. Ich habe im Moment, ehrlich gesagt, nicht so ein wirkliches Lieblingsparfum. Ich habe eins von Urban Outfitters, das ist so ein Body Spray, das mag ich ganz gerne. Oder eins von Victoria's Secret, das ist so ein blaues, das mag ich ganz gerne. Okay. Parfum ist schwierig. Ich habe, ich rieche mich oft satt. Ich habe eins von, ja, von Blanche. So heißt das, ne? Diese teuren, und das lohnt sich überhaupt nicht, weil ich kann es gar nicht mehr riechen. Okay. Das ärgert mich voll, dass ich das geholt habe. Ich finde halt bei Parfum, es ist halt auch voll persönlich. Aber auf der anderen Seite, ich finde das halt auch voll spannend, so zu hören, was andere Leute für Parfums benutzen. Weil dann gehe ich zwischendurch zu Douglas, ja, riech das
Und dann stelle ich mir halt die Person vor. Und ich finde, dann ist man halt noch viel verbundener mit der Person, wenn man halt weiß, was für ein Parfum die trägt, oder? Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch oft, dass ich, meine Freundin zum Beispiel, die hat auch so ein, also die hat super viel Parfum zu Hause und die riecht immer richtig gut. Und ich denke mir so, was, ich frage sie dann, was hast du gerade drauf? Das sagt sie mir dann, ich renne dann sofort los, weil ich denke, boah, jetzt hast du endlich was Geiles gefunden. Ja. Und dann mache ich das drauf und das riecht so komplett anders. Ja, das ist voll krass, wie das von Person zu Person halt unterschiedlich ist, ne? Das ist echt krass. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Oh, Nina. Krass. Ja, das ist mein neuer Everyday-Look, ne? Ich versuche heute einfach mal was Neues. Fahrt ihr eigentlich noch in Urlaub dieses Jahr? Oh, wir wollten eigentlich spontan im September. Aber das ist momentan ein bisschen schwierig mit Verreisen wegen meines Passes. Weil ich halt noch nicht meinen neuen Pass habe und ich halt nicht weiß, ob, weil ich sehe halt nicht mehr aus wie auf meinem alten. ob ich damit so ohne Probleme irgendwo hinkomme. Also wenn, dann im September, weil ab Oktober geht mein Studium halt wieder los. Wir fliegen im Oktober, 4 Wochen. 4 Wochen? Wie geil. Wo geht's denn? Florida. Wieder? Oh, wie schön. In die Sonne rein. Krass. 4 Wochen ist geil. Ich glaube, so lange war ich noch nie am Stück im Urlaub. Klar, aber auf der anderen Seite lohnt es sich ja. Ihr habt da ja auch Verwandtschaft, ne? Nee, aber meine Schwiegereltern haben da eine Wohnung. Ah, okay. So, wenn Nina mir jetzt hier schon die bunte Highlighter-Palette gibt, nee, aber ich glaube, ich bleibe heute natural. Ich nehme den Ton Electra, das ist dieser hier, weil grün oder blau ist heute nicht so meins. Wow, hello. Ich bin übrigens hier gerade mit dieser Palette zugange, das ist die Jaclyn Hill Palette mit dieser Farbauswahl, gigantisch. Ich habe hier ganz diese hier genommen, ausnahmsweise mal diese. Ist so eine Farbe, die ich normalerweise überhaupt nicht nehmen würde, aber ich finde die schön. Aber ich meine, die finde ich auch richtig cool, ja. Ja, die ist echt schön. Ich finde halt gerade so eine Challenge ist halt auch mal eine Möglichkeit, einfach andere Sachen auszuprobieren. So, es geht ja jetzt nicht darum, wer macht den schönsten Look. Schönsten Look, genau. So, sondern einfach mal... Das ist genau das. ...bisschen spielen. Und deswegen nehme ich jetzt den blauen Highlighter und gebe mir den in den inneren Augenwinkel. Ist ja auch eine Challenge für dich, einen Natural Look zu schminken. Ja, jetzt ist nicht mehr natural. Wow. Oh, schön. Oh, wow, die ist schön. Mhm. Probier jetzt auch mal hier dein Fixing-Gel. Pro Longwear Waterproof Brow Set. Das ist schön. Beschreib den anderen in einem Satz. Soll ich anfangen? Nina ist eine sehr aufrichtige und elegante Frau, die weiß, was sie im Leben möchte. Oh. Schleimscheiße. Jetzt werde ich bestimmt rot. Nee, ist sie aber wirklich. Also aufrichtig war mir wichtig, weil ich finde, halt so wie wir miteinander umgehen, so man merkt halt, du erzählst keinen Scheiß, sondern das, was du denkst, das sagst du auch ganz unverblümt heraus. Egal, ob das jetzt dem anderen gerade passt oder nicht. Und elegant finde ich halt voll, weil ich deinen Fashion-Style halt voll feier. Ja. So Nina macht halt auf ihrem Kanal, falls ihr sie noch nicht kanntet vorher, mega viel mit Fashion. Und das ist auch für mich total die Inspiration, weil ich das total schön finde. Ja. Und das Letzte von wegen, sie weiß, was sie im Leben möchte, weil sie halt, ich finde, mit ihrer Familie halt so süß ist. So, ich liebe deine Insta-Story, das ist total schön, dazu zu gucken. Ja. So, oh, ich möchte auch. Also, ein Satz finde ich schwer. Ich könnte sagen, was ich so an dir so toll finde. Ja, mach so. Komplimente nehme ich immer. Ich kann, ohne Spaß, Leute, ich kann ganz schlecht mit Komplimenten umgehen. Ich auch. Ich finde immer ganz, mir ist das unangenehm. Doch. Die Kommentare aus dem Hintergrund dürfen sich gerne... Aber jetzt ging es gerade nicht mehr. Naja, es kommt drauf an. Also Komplimente von meinem Mann höre ich mir natürlich auch gerne an. Ja, die ja. Die entlocke ich ihm auch so. Schatz, hörst du das? Ich finde das mega, dass du dir nichts einreden lässt, dass du immer so dein Ding durchziehst und dass du auch sehr selbstbewusst bist, finde ich. Es kommt schon so rüber. Also du kommst sehr selbstsicher rüber. Und du bist sehr ehrlich, das finde ich auch mega. Und du bist auch immer da,
Das fand ich, habe ich ja letztens schon zu dir gesagt, dass du immer sofort da bist, wenn ich dir schreibe, egal, man weiß ja auch, dass man so viel zu tun hat, auch du hast super viel zu tun, aber es ist immer trotzdem, ist sie immer da. Das ist schön. Mhm. Oh, danke. Mhm. Es geht direkt ins Herz. Oh, guck mal. Ja, das ist die Jillina-Krankheit. Sobald ich im Raum bin, haben alle Lippenstift auf die Zähne. So, ihr Süßen, das war's denn auch schon mit der Make-up-Challenge. Ich muss persönlich sagen, ich bin krass positiv überrascht, weil ich halt nicht gedacht hätte, dass es so tragbar doch wird. Ich hätte gedacht, es wird komplett Katastrophe. Allein die Augenbrauen, hätte ich gedacht, werden gar nichts. Voll schön. Ich also, finde es super schön. Auch mit dem Innenwinkel und der Lippenstift finde ich super der schön. Der ist echt richtig schön. Das ist auch einer meiner Lieblings. Also wie gesagt, das war von NYX Exotic. Mega schön. Klar, es ist nicht so dein Everyday, aber sieht auch nicht grundlegend kacke aus, finde ich. So ganz scheiße siehst du nicht aus. Nein, also man merkt halt, das ist nicht dein eigentlich. Ich habe voll Angst, dass ich den Lippenstift hier überlasse. Also man merkt halt, dass es nicht so dein alltäglicher Look ist. Ich bin halt zu der Lippe, hätte ich halt eher ein bisschen was Softeres mit den Augen gemacht. Also das Türkis weggelassen und eher so ein bisschen auch ins Orange gegangen oder so. Aber grundlegend finde ich schön. Aber ja, das war's mit dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst uns auf jeden Fall spätestens jetzt ein Däumchen nach oben da und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr jetzt von unseren Looks denkt. Vergesst definitiv nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ganz, ganz wichtig, jetzt hier rüber zur süßen Nina zu hüpfen und euch das Video dort von uns beiden anzugucken. Yay! Und ja, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Habt einen schönen Tag! Tschüss! Wie das aussieht.